Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zu Dirt 3 in der vorerst finalen Phase zumindest, denn wir sind hier bei den großen Events eingeladen, bei den X-Games, bei der vierten Season, bei den X-Games. Wir haben alles freigeschaltet, wir haben alles abgeschlossen. Wir sind der unangefochtene Meister bis jetzt. Doch jetzt müssen wir einfach zeigen, was wir wirklich drauf haben. Deswegen gehen wir einfach mal in die Super Series rein und schauen mal, was uns da erwartet. Relativ unspektakulär. Ich hätte gedacht, jetzt gibt's hier nochmal so richtig schön Champagner-Empfang, Kaviar und die ganzen schmutzigen Sachen, die man so aus dem SN-Studios kennt. Aber nein, wir werden einfach eingeladen. Die ultimative Rallye. Ultimative Rallye X Blaze Land Gymkhana. Also nochmal alles. Nochmal alles und dann zum Schluss nochmal die großen. Also es ist relativ unspektakulär. Wir müssen einfach nochmal zeigen, dass wir es wirklich drauf haben. Wir beginnen natürlich vorne mit der Rallye. Geil. Okay, vier Events. Das ist natürlich echt mal ein Brett. Wir gehen natürlich in die Pro-Serie, denn wir müssen zeigen, dass wir es drauf haben. Und ja, es ist das End-Event. Da werde ich natürlich mit dem Auto an den Start gehen, mit dem ich am besten zurechtkomme. Und das ist... Ja, was ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Wo ist mein Mitsubishi? Der ist weg, der wurde mir genommen. Na gut, dann gehen wir halt mit dem Ford Fiesta RS Rally Car nicht da. Gibt die meisten Punkte. Und so ein bisschen geldaffin bin ich ja dann doch. So. Zumindest im Computerspiel. Da darf man ja. Man muss ja immer Fortschritt, ne? Wir haben auch alles freigeschaltet, habt ihr gerade gesehen. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Dampfer. Ein wunderschönes Fahrzeug. Oh, der Heuschnupfen, Leute. Ganz, ganz übel. Ganz übel. So, mal schauen, wie ich mich schlagen werde. Das wird natürlich jetzt vom Schwierigkeitsgrad nochmal das Nonplusultra sein. Darauf erstmal einen kleinen Koffeinbooster. Und dann geht's los. Boah. Regen, nasse Strecke, ganz so wie du es... Regen, nasse Strecke. Und die Sitzheizung ist ausgefallen. So schnell kann es gehen. Man muss halt Gewicht einsparen, damit man hier wirklich der Schnellste ist. So. Ich meine, ganz ehrlich, ist das schön? So das große Finale im Regen? Ja, ist es. Denn das Spiel heißt ja Dirt und nicht Sunshine. So, let's go. Jetzt nochmal alles zeigen. Vielleicht schaffe ich ja meinen ersten Platz. Das wäre ja einfach mal geil, ne? So, das ist alles... Oh, jetzt geht's in Schotter. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Jetzt verlieren wir natürlich die Traktion. Jetzt wird geschlittert, jetzt wird gedriftet. Jetzt wird gezeigt, wer aus dem richtigen Dreck geschnitzt ist. Es ist übrigens so geil, was mir gerade so in der Peripherie aufgefallen ist, dass an meine linke Scheibe gerade, da, ist gerade Dreck dran gespritzt. Wie geil ist dieses minimale Detail? Aber es ist einfach cool. Ich liebe es. Also bei dem Spiel haben sie sich wirklich selbst übertroffen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das die PS3 zu so einem Scheiß... zu so einem Scheiß... fähig ist, was ich hier gerade fabriziere. Irgendwie ist die Kurve dann doch enger. Ja, grafisch echtes Brett, ne? Ja, nochmal eine schöne Anfahrübung. War jetzt nicht besonders gut. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Das Gute ist immer bei den extrem nassen Dreckrennen, habe ich immer das Gefühl, ich bin sehr langsam unterwegs, aber... Alter, der Donny aller Latten am Zaun, der ist dann direkt vor mir über die Straße gerannt. Dann sind die Gegner dann doch nicht ganz so gut. Ah! Mann, ich komme da aber auch wieder in diese Regenrinne rein. Verfickte Wurst. Es ist wirklich knackschwer, Leute. Ihr glaubt es gar nicht. Ihr müsst ja einfach mal sehen, was ich hier für kleine Mikrobewegungen mache im Lenkrad. Und sobald du einmal übersteuerst, untersteuerst, zu viel, zu wenig steuerst und manchmal auch gar nicht steuerst, dann ist das Ruder einfach manchmal rumgerissen und es ist vorbei. So. Achso, schreibt mir bitte mal einmal für mich verständlich, was Über- und Untersteuern ist. Ich weiß es immer nicht. Einmal ist, glaube ich, die Nase bricht aus, einmal das Heck bricht aus oder so ähnlich. Ich habe es mir schon x-mal durchgelesen und ich vergesse es immer wieder. Deswegen macht mir mal einen Merkspruch. Das wäre ganz gut. So, dass ich mir das einfach mal behalten kann. Richtig fies sind halt auch diese Mikrosprünge, wo du gar nicht merkst, dass du springst. Aber du verlierst eben komplett die Traktion oder setzt halt nur mit drei Rädern auf.
Und das ist halt richtig übel, weil du die Steuerung einfach nicht wieder rumkriegst. So. Mittelscharf heißt das. Bautzner. Mittelscharf. So ein Scheiß, ey, ganz ehrlich. Nichts gegen Bautzner Senf. Aber mittelscharf ist einfach nur für weiche Lappen, Alter. Richtig scharf. Das muss einfach die Nasenschleimhaut wegbrennen. Bautzner mittelscharf. Bitte dich, man darf die eingetunkte Wurst gar nicht mehr schmecken. Der dominante Geschmack muss einfach Senf sein. So, mal schauen. So hat sich's angefühlt. So hat sich's auch angefühlt. Fuck the duck, ey. 4 Sekunden Chris Mickey. Ach man, what the hell? Wie soll ich denn das schaffen? Ja, aber komm, das ist die Königsdisziplin. Das ist die Königsdisziplin auf schwer. Da kann man auch einfach mal mit dem 4. Platz am Anfang zufrieden sein. Aber ich bin's halt nicht. 4. Platz ist einfach so, ja, du kannst noch alles rausholen, es kann aber auch noch alles schief gehen. Am besten ist einfach am Anfang schon mal Punkte sammeln, sodass man einfach so einen dicken, wohlgenährten Puffer hat. Wenn dich wer anstößt, hast du einfach so einen kleinen fetten Speckring und du sagst dir, nee. Aber den haben wir leider nicht. Wir sind eher so ein bisschen magersüchtig unterwegs und kriechen noch hinterher. Und das ist nicht gut. So. Aber jetzt vielleicht in Kenia. Vielleicht können wir da noch den einen oder anderen Punkt abluchsen. Aber es geht ja gar nicht um Punkte, sondern es geht ja um die addierte Zeit zum Schluss. Und wer da die beste hat, der gewinnt. Und 5 Sekunden, der erste Platz, das ist natürlich ein echtes Brett. So. Okay, jetzt müssen wir nochmal alles zeigen, so wie immer. Wir müssen einfach einmal noch alles zeigen. Jedes Rennen noch einmal. Aber so gehe ich eigentlich wirklich immer ran. Jetzt, oh, so gehe ich einfach immer ran. Wir hatten diese Scheißstrecke da zusammen geschippt. Da passt doch kein Auto lang. Kann ich ja gleich nochmal machen. Diese Kurve, wenn ich das da schon sehe. Ja, wieder. Hier, jetzt spitz und dann doch wieder lang und, oh, die ist scheiße, die Kurve. Ein Rennfahrer, der die Kurve nicht mag, der ist, glaube ich, unfähig. Boah, der Anfang ist ja richtig räudig. Oh, auf Asphalt, das hört sich gut an. Darauf habe ich jetzt Lust. Mann, was ist denn hier los? Wie schnell? Jetzt will ich jetzt mal sehen. 6, 2, 3, das sind die Gänge, okay. 70 km/h, gut, das ist vielleicht ein bisschen schnell für 80, 180 Grad Kurven. Wie soll man denn hier rumkommen? Komm, Alter, diese Karre. Du kommst aus dem Dreck auf den Asphalt und die Karre ist komplett überfordert. Alter, ich brauche eine andere Sicht. Wo ist mein Subaru? Wo ist mein Mitsubishi? 5. Ja, ganz ehrlich. Der Anfang der Strecke, der habt ihr aber auch verschissen. Wir hatten den Müll gemacht. Und jetzt sind hier noch Straßenschäden. Von der Karre fallen sowieso schon die ganze Zeit irgendwelche Sachen ab. Das wollte ich euch mal zeigen, deswegen habe ich die Sicht gewählt. Auf Stau. Komm. Alter, die Karre sieht nackig hinten so hässlich aus, oder? Ein schönes Kleid kann einen prächtigen Arsch zwar verdecken, aber wenn das Kleid weg ist, ist das Resultat halt so. Ein Käsehintern. 4. Kuppelsprung. Alter, dir hört schon lang keiner mehr zu. Du erzählst doch Klabusterbären. Mist. Also mal, die Strecke hatten wir ja noch gar nicht, oder? Die ist ja wirklich richtig übel. Aber wir holen zumindest den vor uns langsam, aber sicher ein. Ja, ist nicht schwer. Er macht hier gerade ein paar Übungen. So. Was sagt die Zeit? Sagt 4. Platz. War Kacke, ist Kacke, bleibt Kacke. Ja, dass ich jetzt hier irgendwie noch eine Sekunde rausfahre, kann ich mir eigentlich auch schenken. Oh, den Stein müssen sie noch hinsetzen, ne?
fuck, ey, die Strecke ist richtig schwer. Die müsstest du eigentlich nochmal üben. Leicht links in leicht rechts in leicht links. Leicht links in leicht rechts. Es tut mir leid, das kann kein Mensch verstehen. Das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Komm. Vierter. Ja, shit happens. Boah, wir müssen 3 Sekunden gut machen. Das ist halt fast unmöglich, ne? Ich meine, man kann natürlich immer noch Glück haben, dass zum Beispiel Kern Block, der jetzt vor uns war, einfach einen Totalcrash macht. Und dadurch dann extrem... Ich weiß gar nicht, was ist mit dem? Dem wird einfach so ein inflationär, extrem beschissener Zeitwert aufaddiert. Boing! 10 Minuten. Das kannst du gar nicht mehr schaffen. Das wäre eigentlich fair. Je länger ich drüber nachdenke, desto fairer wär's. Zumindest mir gegenüber. So, Arsch, nee, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das ist natürlich unsere Königsdisziplin. Die ganze Zeit habe ich eigentlich nur den anderen die Sekunden geschenkt, um jetzt hier alles rauszuholen. Jetzt müssen wir alles geben, ne? Wie war das? Go! So. Der da vorne ist erstmal hängen geblieben, habt ihr das gesehen? Ich sag's euch, das ist meine Strecke hier. Boah, einfach mal fokussiert jetzt hier. Mal ein bisschen Klappe halten. Weniger meckern. Kann ich danach machen. Oh, es war ein Busch. Das will ich sehen. Es tut mir leid, es war ein Busch. Es ist und bleibt ein Busch. Es ist ein Busch. Naja gut, aber wenn du gegen so einen Busch fährst, aber es ist schon cool. Boing. Es hat auf jeden Fall... Mein Auto hat verloren, würde ich mal sagen. Busch gegen Auto, Busch gewinnt. Der Fehler wurde weitergetragen. Alter, die Karre ist scheiße! Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Alter Latz. Boah, was habt ihr mir wieder für Reifen draufgezogen? Die gab es letztens bei Lidl im Angebot, oder was? Guck mal hier, ich komme nicht um die Kurve. Ich fahre 60 km/h. Ich meine, klar, es ist glatt, aber meine Güte. Rum im Arsch. Ja, Dritter. Jetzt geht's aufwärts. Nee, geht abwärts. Fahren ja runter. Meine Fresse. Ist das ein Gewackel in dieser Kiste hier? Und nächstes Mal nehme ich wieder das Bob-Fahrzeug da, den Schlitten. Da bin ich schneller und nicht ganz so holprig unterwegs. So, der da vorne, das ist wieder Kern Block, denn er blockt mich. Ja, hallo. Vielen Dank auch. Alter, du Trottel, du alter Lappen. Also das ist wirklich die absolute Königsdisziplin, was sie hier für Strecken rausgesucht haben. Das ist echt richtig krass. Boah, das ist eine Holperstrecke. Dritter, wir bleiben. Ich sehe auch gar nichts hier, ne? Ey, sorry Leute, ich brauche eine andere Sicht. Du siehst halt einfach gar nichts. So, ja, eine gute Sicht. Ah, das hier. Fahren wir mal ein paar Sekunden raus. Also bei dem Ford, da haben sie aber auch so viel Plastik drin verbaut. Man sieht halt einfach, wenn du bergab fährst, nur mal nichts. Und da ich jetzt hier so ein bisschen Zeit gut machen muss, versuch mal einfach mal mit der Perspektive noch mal ein bisschen was rauszuholen. Joa, dritte. Kein Block, 1 Sekunde. Ist er besser? 1 second. Ja, 1 Sekunde ist leider richtig viel. Ja, aber mit der Sicht ist es wesentlich einfacher. Ich fand das wirklich gerade richtig schwer. Sobald du eine Rechtskurve gefahren bist, hattest du diese komische Armatur.
direkt in der Kurve drin. Du hast nichts gesehen. So, mal gucken. Kuppel! Ja, Dritter, shit happens. Okay, jetzt nochmal in der letzten Etappe alles rausholen. Lad das Video auf YouTube, das rockt! Ja, ich würde mal sagen, von der Zeit her lohnt sich das durchaus, ne? Guckt mal hier, wir sind 4 Sekunden vor Graham Hell, hallo. Aber Cam Block kriegen wir natürlich auch nicht mehr. Also jetzt letztes Rennen, da werde ich auf jeden Fall die Sicht beibehalten. Du siehst einfach zu wenig. Du siehst echt zu wenig. Gerade beim Bergabfahren keine Chance. Zumindest ich nicht. Also wir haben den Schuldigen gefunden, ne? Die Kameraperspektive, also sprich das Auto. Und die Strecke. Natürlich. Und der Reifenhersteller, Michelin. Was? Das sind aber die von vor 5 Jahren, ne? Da ist der Weichmacher raus. Die sind jetzt extra hart. Das heißt, der ist eben überhaupt kein Grip mehr. Ja. Das erkennt man. Das ist das blaue Symbol noch für Michelin. Das sind die ganz alten Dinger. Das sind die ganz alten Dinger von 2010. Was? Das Spiel ist von 2010. Scheiße. Okay. Das Spiel ja, die Reifen ja, aber die Strecke, die bleibt 2021. So. Ja, unter der Flagge von Rockstar. Kann ich dir schon sagen, wird nichts. So, jetzt alles rausholen. Go, komm her. Wie viele Sekunden brauchen wir? 4 oder so für Kernblock? Kriegen wir hin. Das kann ich euch sagen. Jetzt wird hier Kernblock geplättet. Wir sind sauschnell unterwegs, hä? Wow. Mittel rechts macht zu. Alles klar. Alter Latz. Den holen wir doch ein, oder? Den holen wir doch davon ein. Wir sind doch verdammt gut. Bisschen viel gebremst gerade. Ah, mein altes Problem. Ja, das Ding haben wir umgesellt. Jawoll. Die Kurve nehmen ein. Da kürzen wir mal richtig ab, Leute. Jetzt gibt's hier nochmal richtig auf Fressbrett. Alter, wir sind fast zeitgleich mit dem Ersten. Mit dem Zweiten, wir sind der Erste. Oh, da vorne fahren sie. Da vorne sind sie. Den holen wir uns da vorne. Alter, mit der Sicht sieht man einfach am besten. Warum habe ich das nie benutzt? Jetzt weiß ich auch wieder bei Trailblazer, aber da benutzt man immer die Sicht. Jetzt weiß ich auch warum. Ist halt einfach am geilsten. Oh oh. Ja, mal mit. Auf jeden Fall. So. Also 4 Sekunden holen wir natürlich nicht wieder raus. Aber ich finde es schon richtig beeindruckend, wie wir jetzt hier rankamen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Alter, jetzt würde ich natürlich jetzt gerne da vorne noch überholen. Ui. Okay. Ich hätte gedacht, vielleicht kann ich den Fluss einfach überspringen und komme hinten wieder gut auf, aber nee. Der war doch ein bisschen sehr weit. Ganz knappe Kiste. Ah, angeeckt. Was sagt die Zeit? Ganz knappe Kiste, ne? Ganz knappe Kiste. So. Sorry, man. Oh, Alter, Lutz. Aber gut getarnt hier. Gut getarnt, diesen komischen Plastzaun noch davor gestellt. Und dann. So, vom Acker da liegt ein Treckerreifen. Immer diese illegalen Treckerreifenentsorgungen. Boah, jetzt ist der Wurm drin. Fuck off. Was ist denn du? Oh. Wartet, ich muss jetzt irgendwie Gewalt anwenden. Was ist denn jetzt hier los? Ich lenke nicht, ich fahre dagegen. Ich lenke leicht, ich drifte zu viel. Ich lenke nicht, ich lenke dies. Also, sorry. Was soll ich jetzt machen? Könnte ich jetzt bitte einfach mal zurückspulen, ohne dass ich immerzu die Wurst im Salat bin, oder was? So, jetzt hier, komm.
So, dreimal zurückgespult, immer ein anderer Wurstsalat. Ach, lass mich jetzt vorbei, ey, du Pfeifenreiniger. Ja, konzentrier dich, Alter. Siehst du hier die Rentner, die unterwegs sind? Sag mal, geht's noch? Ich hab keine Wiederholung mehr. Oh, was ist denn nun los? Boah, Leute, was ist hier los? Rum im Arsch! Alter, ganz ehrlich. Cam Block und die ganzen Konsorten brauchen sich hier auf nichts was einbilden. Also ich wurde ja wohl eindeutig abgedrängt. Hä? Wo ist denn Ziel, Alter? Wo ist denn Ziel? Von wegen Ziel! Ich dachte, da hinten ist Ziel! Boah! Ich glaube, ich bin bereit für ein anderes Let's Play. Es ist soweit. Es ist einfach Schluss. Aber komm, ey, dass mir da drei Wiederholungen genommen werden und entweder ich komme rechts dran, ich lenke leicht, ich drifte zu viel. Nee. Und dann fahren Horst und Rudi vor mir. Ja, erstmal gleich die Dinger umgesammelt. Nee, ist egal. Ich will einfach nur noch ins Ziel kommen. Ich will es heute abschließen. Ich will jetzt einfach... Also nein, ich will gar nicht das Let's Play abschließen, weil ich das Spiel jetzt... Ich bin gerade einfach... ich habe mir jetzt gedacht, was ist Sonntag? Es ist Sonntag. Ich musste heute noch lernen und arbeiten. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt einfach nochmal eine Runde. Ein bisschen durch den Dreck fahren. Ist noch geil. Und... dann gleich so dermaßen aufs Fressbrett zu bekommen, ist halt nicht immer geil. Manchmal will man doch einfach nur gewinnen im Spiel. Ja, oh, Förder, Alter. Ja, der Anfang war auch nicht gut. Ja, komm her, das schaffen wir. Wir müssen einfach nur irgendwie ins Ziel kommen. Wir haben 4 Sekunden. 4 Sekunden sind wir vor dem vierten. Ich meine, das holt er doch eh nicht auf. Was ist denn? Fahr doch mal wieder. Ich weiß, es ist durchaus logisch, dass wenn ich mit allen 4 Rädern im Dreck bin und mich querstelle, dass ich vielleicht... Das ist für mich jetzt wieder nicht logisch. Das ist halt der Ford, ne? Der Ford ist einfach nicht meine Karre. Nee. Ich hatte es zwar beim Head-to-Head... Nee, stimmt, da haben wir dann auch ein anderes Auto genommen, ne? Da fahre ich jetzt einfach durch. Immer noch Förder. So, also der ewige Versuch war definitiv besser. Aber das ist mir jetzt sowas von Wurst. Ich will jetzt einfach nur noch durch. Alter, die Strecken hier, die letzten 4, die haben sich wirklich selbst übertroffen. Oh. Boah, die sind wirklich richtig hart. Wann ist denn diese scheiß Strecke endlich vorbei? Jawohl, dritter reicht. Reicht. Wie viele Wiederholungen habe ich noch? 2 habe ich schon verbraten. So, gleich kommt's. Hier ist passiert. Hier ist irgendwie... Irgendwas ist da sehr glitschig auf der Strecke gewesen. Oh. Leicht links innen halten. Es ist eine langgezogene Rechtskurve mit Fluss. Ich weiß ja nicht. Deine Angaben, auf die kann man sich nicht verlassen. Da waren die einfach in Dirt 2 besser. Dein Kollege damals, ja, der irgendwie, der hat den falschen Zettel mit. Was der vorliest da. Ah, oh, Leute, es ist einmal ein Fehler. Und du kriegst ihn nicht wieder weg. Ich verstehe es nicht. Die Karre, ich will den Ford nicht mehr. Ich will ihn nicht mehr. Ich will einfach den Ford nicht mehr. Ich komme mit dem nicht klar. Es kann ein gutes Auto sein. Keine Frage, ist es sicherlich, aber nicht für mich. Für mich absolut ist es wohl lang, Alter. Heute ist es eine Qual. Und es ist so wunderbar. Ich muss nur noch in das Ziel.
Und dann ist's vorbei. Zweiter. Holla. Boah. Der Fort gefällt mir nicht. Ne? Ja, das wollten wir sehen. Und jetzt mach genauso weiter. Bis ins Finale. Boah. Was? Bis ins Finale? Das war's Finale jetzt. Es ist Schluss. Das ist Schluss. Jawohl. Leute, es war ein bisschen viel Gemecker heute, ich weiß, aber Alter. Warum nehme ich den Ford? Warum nehme ich ihn? Ich hätte einfach den Mini Cooper nehmen sollen. Ich fand den Mini Cooper geil. Ich wollte unbedingt mit dem Mini Cooper nochmal fahren. Was nehme ich? Den Ford. Warum? Weil ich ihn schon mal scheiße fand. Warum nehme ich ihn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Nichtsdestotrotz haben wir es auf dem dritten Platz abgeschlossen und damit ist das Ding abgehakt. Ja gut, es war jetzt auch hier das große Finale, ne? Deswegen von daher... Ist schon gut, dass es so ist. Als nächstes dann vielleicht ein bisschen weniger Gemecker mit Rallycross. Trailblazer wird nochmal richtig hart. Landrush. Diesen komischen Buggy-Dingern da. Und ganz zum Schluss. Ach, meine absolute Königsdisziplin. Gymkhana. Also, beim nächsten Mal dann Rallycross. Bis dann. Danke fürs Zuhören.